So, willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator auf der Los Hügelland. Jetzt habe ich mir diesmal sogar den Spaß gemacht, beim Ansehen der Sonnenblumen das Vorgewende mal richtig auszulassen, wie es sich auch gehört beim Säen, ne? Weil es macht ja keinen Sinn, ich verdichte ja sonst den ganzen Boden wieder, wo, wenn ich wieder drüber fahre, wo über das schon Gesäte ist, ja voll der Blödsinn. Also Vorgewende machen wir zum Schluss, ja. Zumindest mal halb realistisch vor allem. Ja, ansonsten habe ich festgestellt, die Sonnenblumen brauchen sehr wenig Saatgut, es ist sweet, muss ich feststellen. Was ich noch festgestellt habe, unten, ich habe jetzt eine Runde gefahren mit dem Feld, beim Strohsammeln oben auf der 34, wo ich ja angefangen habe abzuernten, wo der Weizen drauf stand. Bin die Runde noch nicht fertig und der Ladewagen ist voll. Das bedeutet, ich werde so mindestens 7 bis eher 11, 12 Runden sowas fahren. Auf dem Feld. So, 7 bis 12 Runden. Sagen wir mal, 800, reden wir schlecht, sagen wir, es kommen 800.000 bei rum. 800.000 Stroh. Jetzt ist aber unten der Kompost schon mit 700.000 Kompost gefüllt. Also, bedeutet das, dass Rohstoffe übrig bleiben, die nicht verarbeitet werden können. Ich habe also ohne Probleme genug Kompost. Und ich sehe gerade, ich brauche Sonnenblumen maximal einmal nachfüllen. Ist das geil. Überhaupt keine. Also Sonnenblumen brauchen nichts. Okay, gut. Das ist doch schon mal sweet. Bin aber überlegen, ob ich da vielleicht... Der Weg von hier, vom Feld 14 zum Kalkwerk ist nicht weit. Doch, scheiße, der ist weit. Ich denke falsch. Das Kalkwerk ist ja nicht oben bei der Raffinerie. Das Kalkwerk ist... Na, mal gucken. Vielleicht geht es aber trotzdem von der Entfernung her. Ob ich vielleicht hier nochmal ein bisschen Kalk drüber baller. Wenn die erste Düngestufe erreicht. Ach so, ich habe ja keine Pflege. Scheiße. Ja, ich muss mal gucken, ob ich den MF umkonfigurieren kann mit Pflegereifen. Ob das vielleicht möglich ist. Das wäre eine Idee. Oder den Fendt. Nee, ich glaube, da ging Pflege, Doppelbereifung, was mir natürlich auch nichts bringt. Nee, dann können wir das, glaube ich, vergessen. Weil in der ersten Wachstumsstufe passiert normalerweise nichts, aber ich hatte es ja auch auf der NF schon mal, dass eben, entweder war das Fruchtzerstörung ein Update, dass doch was passiert ist. Und das ist natürlich sinnlos. Dann brauche ich nicht drüber fahren, das ist dann Quatsch. Naja gut, dann lassen wir das. Dann eben nur zwei Düngestufen, ja. Ich habe jetzt hier einmal Kompost gesteuert, habe es gegrubbert. Da war ja Gerste drauf hier. Hab's gegrubbert und ja, jetzt sähe ich. Und danach, nach dem Säen kann ich ja, wie wir wissen, nochmal streuen. Aber nicht davor. Es muss eben immer eine Wachstumsstufe dazwischen sein. So, damit ich jetzt nochmal düngen kann, bräuchte ich die nächste Wachstumsstufe. Aber auf die kann ich ohne Pflegereifen nicht mehr düngen. Ja, Pech. Dann werden wir das vergessen können. Wahrscheinlich. Oder wir gucken mal, was Pflegereifen für den MF hier kosten. Vielleicht geht das. Vielleicht kann man da welche ranmachen und sind nicht so teuer. Weil was ich einmal habe, wie im Moment die Breitreifen oder Radgewichte oder was, brauche ich nicht neu kaufen. Ja? Das kann ich dann einfach wieder kostenlos umkonfigurieren. Nur was ich noch nicht habe, muss ich kaufen. Naja, gut. Okay. Ja, schauen wir mal. Vielleicht geht es ja. Weil dann könnte man hier ein bisschen Kalk noch drüber streuen. Und wenn wir es nur auf die Hälfte des Feldes streuen, wird mir auch schon was bringen. Ja? Kriege ich mehr raus. Wäre doch gut. Wobei, wie gesagt, das Feld ist ja... Ja, ich glaube sogar fast nicht mal so groß wie die 30 oder die 11. Bin mir nicht ganz sicher, weil die 11 hat lang gedauert, um rumzufahren. Als ich schon mal jetzt gerade ein bisschen restlichen Kompost verteilt habe. Weil ich hier fertig war und hatte noch ohne Ende Kompost übrig. Ja, es hat schon lang gedauert. Vielleicht ist es doch größer. Aber gut, es kommen ein paar Sonnenblumen rum. Es geht mir ja darum, dass ich die in den Sprit reinballern kann. Im Ding habe ich ja genug Sonnenblumen. Was ich noch prüfen wollte, machen wir jetzt gleich noch. Wie sieht das aus mit Holz? Aber ich denke, Rohholz hat keinen variablen Betrag. Das ist beim Sägewerk immer gut. Ja. Was einen variablen Betrag hat, einen absolut variablen, sind eben die Hackschnitzel. Aber ich glaube, Rohholz ist immer okay. Oder zumindest immer, ja, also immer einigermaßen lohnend. Ne? Glaube ich, dass das so war. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Schauen wir gleich mal. Naja, so, jetzt fahren wir zurück. Wir sind ja drin im... Naja, das wird nichts. Nochmal raus aus dem GPS. So, zurück. Okay, jetzt rein. Und jetzt machen wir mal kurz hier Motor aus. Was wollte ich wissen? Also, erstmal wollte ich wissen,
Was habe ich an Sonnenblumen? Eben, ich habe nämlich über 100.000, also ist vollkommen, oh, die steigen gerade sogar. Ist vollkommen in Ordnung, wenn ich ein bisschen was raushole, dann ist das gut. Hier war es gerade bei der Ölmühle gut, der Raps, aber ich habe nicht genug Raps, können wir vergessen. Ich habe ohne Ende Weizen, aber der Preis ist scheiße. Steigt aber gerade bei der Mühle. Schön. This is sweet. Vielleicht wird er ja noch nett, der Preis. So, was ist das da? Ach, Zuckerrohr. Ja, neues Update, ne? Also sehr sinnvoll. Wir haben auch mitgekriegt schon, ich habe das schon ein bisschen verfolgt. Es gibt wohl gar keine Map mit dem Add-on, eine neue. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Wenn das wirklich so ist, dass in dem Add-on keine neue Map dabei ist. Doch, natürlich ist eine neue Map dabei. Ach, das war dummes Gelaber wahrscheinlich vom Carbon. Ja, ja, okay, vergiss es. Stimmt, natürlich, La Stancia oder wie das komische Ding heißt. Ja, ja, doch, gab eine neue Map. Aber es ist halt schon blöd, dass das überall anders mit reingeballert ist und dass man es auf Modmaps gar nicht nutzen kann, ja? Modmaps unterstützt das Addon noch gar nicht, ja, das ist toll, super. Weil es kann ja sein, dass jemand eine Modmap hat mit, die südamerikanisch wäre, ja? Haha, toll, kann man nicht machen. Naja gut, ist scheißegal. Steht hier auch nur drin, ne? Und steht auch nirgendwo als Verkauf. Genauso Mist und Gülle steht hier tatsächlich auch nirgendwo als Verkauf. Aha! Das heißt, hier kann man tatsächlich in der BGA nicht mal seinen Mist oder seine Gülle verkaufen. Was auf anderen Karten und Originalkarten geht, ne? Und was auch realistisch ist. Die BGA wird mit Abfällen befüllt, mit Bioabfüllen. Abfällen. Es ist scheißegal welche. Es kann auch Mist und Gülle sein. Gülle sowieso zum Auffüllen. Um die Säure hochzuhalten. Tja. Naja, egal. Nee, hier gibt's also kein Holz. Oh, Grassamen sind gerade wirklich geil. Kann man bei der BGA verkaufen, das ist ja hohl. Was will denn die BGA damit? Das verstehe ich nicht. Naja gut, okay, von mir aus. Das wäre zwar gerade cool, aber ich habe keinen Glas-Thresher, also lassen wir das. So, Hafer sinkt gerade schon wieder. Ja, ich habe auch noch keinen angepflanzt. Da kommt dann auf die 11 und die 30. Roggen habe ich auch noch nicht angepflanzt. Habe ich jetzt erstmal nur drastisch verkauft sogar. Ach, da war der Preis, glaube ich, irgendwo gut. Deswegen habe ich mir da gesagt, ich gehe schnell her und verkaufe den. Ja, ja. Ja, gut, dann ist es so. Nee, aber Holz gibt es als Rohmaterial jetzt nicht. Okay, das heißt, es ist immer gut. Der Preis ist also immer gut. Können wir vergessen. Dann werden wir weiter ein bisschen Holz verkaufen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir ein bisschen Bäume anpflanzen noch. Vielleicht mit dem Fendt. Und eben diese, wie auch immer diese Baumpflanzmaschine jetzt wieder heißt, weiß ich nicht. Ja. Wenn wir ein paar Bäume in die Erde rammen. Oberhalb des Komposters. So lang sehe ich jetzt hier erstmal fertig. Ganz cool. Gefällt mir, dass das so wenig braucht. Und eben jetzt fahren wir mal ein bisschen normal. Ne? Also das heißt, das Vorgewende lässt man natürlich aus. Das fährt man am Schluss. Es ist ja Unsinn, dass am Anfang zu fahren und dann am Schluss über alles nochmal drüber. Ja, das macht ganz viel Sinn. Macht ganz viel Sinn. So ist es schon besser. Naja, gut. Mal schauen, wie sich Kettle & Crops weiterentwickelt. Vielleicht gibt es davon auch mal nochmal ein Video. Ist ja eigentlich auch ganz witzig, das Spielchen. Bis gleich beim Bäume pflanzen. So, nochmal willkommen zurück. Also was heißt willkommen zurück? Wir sind ja noch im selben Video, ne? Wir können eigentlich mal ein bisschen Innenansicht fahren. Das geht mit dem Ladewagen wunderbar. Also wir so einen viel zu großen Einzugsradius. Ja, ich bin noch nicht einmal rum gewesen und hier waren schon 100.000 voll. In den neuen Ladewagen gehen ja 100.000 rein. Ziemlich geil. Ich gucke jetzt gleich mal, was hier an Preisen abgeht. Alter Schwede, da ist auch ein bisschen was wir nachher verkaufen können eventuell. Schön. Ich hoffe ja auf einen guten Weizenpreis dann auch. Weil Weizen habe ich definitiv, da kann ich zwei Ladungen voll verkaufen. Von dem Krampewagen, 40.000. Müsste ich sowieso nachher noch abholen, bevor ich dann das Feld 31 runterknall, muss ich ja den Wagen leer kriegen, damit die Gerste reinpasst. Im Moment ist da ja noch eine Mühe Weizen drin. Aber es ist natürlich zu viel, um es wegzuschmeißen. Also wegschmeißen will ich es auch nicht. Jo. Genau. Ansonsten habe ich jetzt die 14 das zweite Mal Kompost draufgeknallt, habe das angesät mit Sonnenblumen, habe das zweite Mal jetzt den Kompost draufgeballert, das läuft alles seinen Gang. Habe mal nachgerechnet, auf der 11 und auf der 30 waren Sonnenblumen. So, das soll jetzt Hafer drauf, ne?
Hafer habe ich sowieso in gutem Ertrag noch gar nicht gehabt. Ich habe noch keinen guten Ertragshafer abgeerntet. Also keinen Hafer, der einen guten Ertrag hatte. So rum, oh mein Gott. Und habe trotzdem, ich glaube so 100, knapp 100.000, nicht ganz, irgendwas um die 90.000 runtergezerrt von dem Feld hier. Da war zuerst, nein, nicht von dem Blödmann, von 14. Die 14, da war das erste Mal Hafer drauf. Ja, so. Also, das ging also trotzdem ganz schön ab. Jetzt habe ich mir angeguckt, die 11 und die 30, wie gesagt, da soll Hafer drauf. So. Da lag Warnsonnenblumen drauf. Das heißt, ich krieg sowieso Chopped Straw. Oder habe Chopped Straw. So. Klar, soweit. Jetzt fahre ich da Kompost drauf. Ich fahre als allererstes da Kompost drauf. Da habe ich eine Düngung. Jetzt schnalle ich mir einen Grubber an und grubber das Ganze. Dann kommt das Chopped Straw drunter. Bumm. Ich habe die zweite Düngung. Danach säe ich an. Dann habe ich eine Wachstumsstufe praktisch damit und darf wieder düngen. So. Und dann kann ich sogar nochmal mit Kompost mit ganz normalen Breitreifen drüber. Geht. Einwandfrei. Stichwort Breit- und Pflegereifen an den MF, an den Massey Ferguson, an das rote Ding. Kann ich Pflegereifen ranmachen. Nice one. Ja. Very nice one. Also. Überhaupt keinen Stress. Wir haben ein Gerät, wo ich. Oh, ja, hier musste ich stehen bleiben. Wir haben ein Gerät, wo ich Pflegereifen ranmachen kann. Ich kann also auf die 14 sogar noch jetzt, wo ja jetzt Sonnenblumen draufstehen, kann ich dann sogar noch Kalk draufstreuen. Kostet mich ein bisschen was, weil ich den Kalk kaufen muss. Na und? Mein Gott, dann ist es so. Ja. Nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kriege ich alles hin. So, jetzt habe ich mir schon mal gerade noch mal eine Runde Wald gefahren. Was heißt Wald, ne? Das Stück, was ich ja sowieso loswerden will, hinter McCain, das soll ja komplett verschwinden. Das wird auch nicht wieder aufgebaut. Also vielleicht ein, zwei Bäume so minimal hingepflanzt, aber sonst nichts, ne? So. Und dann habe ich mir jetzt gerade schon mal 5 Pakete Setzlinge geholt. Das heißt, ich habe insgesamt 100 Setzlinge jetzt. Ich kann jetzt 100 Bäume anpflanzen. Klingt nett, finde ich auch. Werden wir jetzt gleich machen. Zum Abschluss dieses Videos. Ich möchte nur erst noch den Wagen einmal voll haben und auf dem Weg nach unten bringen. Echt coole Idee. Ja. Ansonsten gucke ich mir ja so nebenbei, wenn ich hier weiterarbeite oder höre ich mir mehr. Manchmal habe ich es auch im Fenstermodus dann so diesen Livestream-Mitschnitte an von manchen, also auch vom Oysterpropper ganz gern. Ich bin nicht in allem mit dem einig, er ist halt so, aber er ist halt so, wie er ist. Und es ist auch viel einfach nur, weil er ein Nordlicht ist. Ist das typisch Norddeutsch-Bärbeißige, das ist gar nicht böse gemeint oder was, der Typ ist kein böser Mensch, der ist einfach nur manchmal unmöglich, weil er halt ein Nordmann ist. Aber cool, und dann hat er doch seinen Charity-Stream gehabt, naja, da hat man wieder gesehen, ne? Wie hart Männer doch sind, ha ha ha. Ist klar. Die ach so harten Männer. Er wohl für dieses Kinderhospiz da Spenden gesammelt hat. Was ja anscheinend dann sogar, weiß ich gar nicht, da ist was vorgefallen, weil da war irgendein Post nochmal danach, war es auf Facebook oder auf YouTube, wo er was geschrieben hat dazu, oder was gesagt in Videoform, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo eben gesagt wurde, irgendwas ist da total schief gelaufen anscheinend. Oder irgendwas war da arschlochmäßig und naja. Dann wurde die Summe nochmal zusammengetragen, auch mit Versicherung und keine Ahnung. Und Giants hat den Topf dann voll gemacht oder sowas. Irgendwas war damit. Weil die ursprüngliche Summe hat irgendwie irgendwas nicht funktioniert. Irgendwas war da, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, da war irgendwas. Da hat er nämlich nochmal einen Post, entweder was auf Facebook oder auf YouTube, habe ich nochmal was gesehen. Ja. So. Ja, da kommt also einiges runter von dem Feld. Ja. An Stroh, also definitiv. Richtig, richtig geil. Gefällt mir. Wir werden jetzt gleich noch ein paar Bäume pflanzen, wenigstens. Aber jetzt fahre ich den erst noch schnell zum Kompost. Vielleicht, ja, komm, knallt das auch schnell rein und dann lasse ich den halt da stehen. Das kann ich ja machen, ne? Das passt dann schon. Genau. Nette Aktion.
Ja, das sind Charity-Dinger, sind auch immer nette Aktionen. Man macht ja einen Kronk oder so auch. Ich meine, die Großen sowieso, die kriegen da natürlich ganz andere Beträge zusammen als er jetzt. Und selbst er hat innerhalb von, ich weiß nicht, wie lange hat er gestreamt, es waren insgesamt 8 Stunden, davon waren 2 Stunden reines Gelaber. Nicht mal irgendwas spielen und sonst was. Die Leute haben nur mitgekriegt, worum es geht und haben ihm den Topf schon mal mit fast 6 oder 7.000 voll geknallt. Und da hat er noch nicht mal ein Spiel angefasst. Ja, schön. Und wenn davon zwei Arschlöcher waren, die das gar nicht ernst gemeint haben, die das Geld zurückgezogen haben oder was, okay. Dann sind es immer noch 5.000, die ernst gemeint waren. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Huch, lass mich hier lang. Ja, da war aber vorhin auf dem Community-Server, habe ich zusammen mit Sven noch gezockt. Am Anfang habe ich sogar kurz alleine, bis dann Pülke und Simon und was kamen. Ja, ich glaube, wir waren kurz erstmal alleine. Ja, und kurz davor war noch irgendjemand da. Gut, den kenne ich jetzt gar nicht, irgendein Lukas oder was. Weiß ich nicht, sagt mir nichts, tut mir leid. Aber ich bin ja auch nicht so oft da in letzter Zeit. Muss ja doch wieder arbeiten. Und hat sich dann gewundert, dass da so viel, in Anführungsstrichen, alte zocken. Wo ich mir denke, was? Haben sie dir ins Hirn geschissen, Junge? Wo steht denn, dass nur du zocken darfst? Hast du ein Recht auf Zocken, weil du jetzt gerade mal 14 oder 16 bist oder was? Ich habe kein Recht mehr dazu, weil ich über 30 bin? Hallo? Oyster Proper. Dieses Jahr 42 geworden. Hä? Noch Fragen? Ich spiele mit einem Hefti zusammen. Also mein Vater kann er nicht sein, aber oi. Scheiße. Ja. Jetzt bin ich schon reingeballert. Naja, komm, was soll's. Fahr mal rückwärts wieder raus. Ich hänge sowieso an einem Ast da fest. Hier, ich spiele mit einem Hefti zusammen Factorio. Also mein Vater kann er nicht sein, aber mein großer Bruder, dafür reicht's auch nicht mehr. Der ist bedeutend älter als ich. Ja, wo steht denn geschrieben, dass wir nicht mehr zocken dürfen? Wart mal ab, wenn wir alle im Altersheim sind. Für uns ist es interessant, ob wir Internet haben. Vernünftiges, wir wollen nämlich weiterzocken. Dann haben wir Zeit, die ganzen Schätze aus der Kindheit wieder rauszuholen oder so ungefähr, ne? Mhm. Nix, das nur Kinderzocken, das Thema ist schon lang vorbei. Und auch nur Auszubilden oder so, auch das Thema ist schon lang vorbei. Wer jetzt noch denkt, wer jetzt vernünftig wird, der muss dann das Zocken aufhören? Nö. Warum? Mein Oyster hat eine Familie, der hat eine Frau, der hat eine Tochter. Also hat er doch was geleistet, oder? Hat vernünftigen Job Geld verdient lange Jahre. Jetzt macht er halt YouTube hauptberuflich, na und? Reicht wohl. Ja, okay, ich meine, es sind ja nicht nur solche Dinger, es kommen ja öfter mal solche Spenden rein. Ich meine, nicht gerade von 500 Euro oder was oder 100 Euro wie jetzt zu diesem Charity-Stream, aber es kommt ja jeden Tag, wenn er streamt, kommen immer mal Spenden rein. So 10er und was weiß ich und 15 und schlag mich tot und was weiß ich und da was. Erstmal arbeitet seine Frau, so wie ich es sehe, ja auch, wie ich es mitgekriegt habe. Man kriegt ja nur am Rand was mit, aber irgendwas arbeitet sie vielleicht auch, kriegt ein paar Euros, so, wunderbar. Ja, und jetzt, wenn man rechnet, er streamt, sagen wir mal, wenn es schlecht kommt, streamt er zweimal die Woche. Aber ich glaube, er streamt eh öfter, aber sagen wir mal, wenn es schlecht kommt, streamt er zweimal die Woche, so. Und dann kriegt er in dieser einen Woche allein schon, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich würde jetzt echt sagen, rotzfrech, da kriegt er in dieser einen Woche locker 500 Euro zusammen. Klar muss er versteuern, natürlich. Aber so wie ich das. Ich weiß nicht, ist das ein Haus, wo die wohnen, oder ist das eine Wohnung? Weiß ich auch nicht. Die wohnen ja eher in was Kleinerem. Ist ja nicht so eine richtige Großstadt, also ist vielleicht sogar ihr eigenes Haus. Ja, dann haben die doch keine großen Stressausgaben. Ja? Der hat kein Problem damit, das hauptberuflich zu machen. Passt schon. So, den lassen wir noch stehen, jawohl. So. Und da müssen wir jetzt aufladen. Aber das machen wir jetzt von Hand. Oder geht es mit ranfahren? Ach Gott, die ist noch gesenkt. Die müssen wir erstmal heben. Sonst können wir ja gar nicht vorwärts fahren. Aha, besser. So, dann nehmen wir jetzt mal die Palette hier, genau. Boom. So, aber ich glaube, du kannst leider keine Reservepalette da reinballern, oder? Wie ist denn das? Kannst du da nicht eine Reservepalette reinballern? Nee, geht nicht. Verisard. Na gut. Dann fahren wir mal zu. Da, wo ich das ungefähr hinpflanzen will. Also, der hat damit keinen Stress. Ich meine, solche Dinger, die.
wie dieser Stream da, wie dieser Charity-Stream, das war ja nicht sein Geld, was er da eingenommen hat, auf Deutsch gesagt. Das ist ja eben komplett diese Stiftung zugute gekommen. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja eine feine Sache. Aber wenn man eben so generell rechnet über den Monat, was er streamt, wie er streamt und ja, ne? Klar kauft er sich davon da auch mal neues Equipment und was, aber ich denke, er kann eben auch davon was leben. Und es ist ja auch nicht jeder so ein Arschloch wie ich und hat einen Adblocker an oder sowas, ne? Manche Leute lassen ja dann einfach die Werbung laufen. Ich mach's halt nicht, bin ich ganz ehrlich. Weil, ui. Ach Schmarrn, was mache ich denn hier? Bin zwar fast richtig, aber nur... Ah, warte mal. Ja, doch, wir können gleich hier, genau. Wir fangen gleich hier an. Warum denn nicht? So. Jetzt ist es ja so, dass ich da so immer wieder ein paar möchte gern Neuabos und was zukriege. Und naja, jetzt habe ich wieder so einen gehabt letzte Woche und der ist dann auch wieder gegangen und hat mich jetzt wieder deabonniert anscheinend, keine Ahnung. Ist mir auch wurscht, ehrlich gesagt. Ah, hier gibt's zu viele Bäume. Was? Meint er jetzt generell auf der Karte oder meint er, willst du mich verarschen? Willst du mich jetzt verarschen? Rechnet er die ganze Karte und es gibt hier immer noch zu viele Bäume? Ey, Junge, was willst du eigentlich von mir? Hä? Bist du ein bisschen bekloppt im Kopf? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, oder? Alter, was ist denn das? Muss die Karte so leer von Bäumen sein? Also die an den Straßen möchte ich verstehen lassen. Und ich möchte auch nicht die ganzen Wälder abholzen. Bist du jetzt doof, oder was? Ja, das finde ich jetzt ein bisschen schlecht. Naja gut, dann machen wir jetzt weiterhin das, dass wir bei McCain den Wald wegmachen, was da steht. Dann hoffe ich, dass es danach schon reicht, weil das ist wohl ein schlechter Witz, oder? Wieso darf ich keine Bäume pflanzen? Gibt es auf der Gesamtkarte eine Begrenzung an Gesamtbäumen, oder was? So ein Unsinn. Also entschuldige mal. Naja, okay. Dann eben nicht. Dann hole ich mir jetzt wieder meinen Wagen und gehe die nächsten Bäume fällen. Was soll's? Das ist ja wohl der Hammer. Das ist ein schlechter Witz. Ich hoffe mal, ich muss nicht alles fällen dafür, weil das fände ich jetzt echt scheiße. Ich meine, wie gesagt, bei McCain, das mache ich weg. Das ist okay. Vielleicht finde ich auch noch irgendwas, was mir auf den Sack geht und ich einfach nur wegmache. Aber ich will doch nicht die ganze Karte baumleer machen und dann nur meine eigenen haben. Hier sollen schon ein paar Wälder sein, so wie sie sind. Die sehen nämlich lustig aus. Naja gut. Also warte jetzt mal einen Griff ins Klo. Dann verbleiben wir mal hier soweit. Ich sag danke fürs Zuschauen, fahre jetzt zurück zum Sägewerk. Hol mir meinen Ladewagen. Meinen Holzladewagen. Fahre noch eine Tour Holz. Und dann werde ich so ab 15, 16 Uhr das Feld 31 noch runterknallen. Naja. So ein Blödsinn. Feld 58, Feld 55 und jetzt Feld 14 sind besät. Wir haben also erst noch was zu tun dann. Mal gucken, in welchem Abstand die reif werden. Ich würde trotzdem Hafer aber sehr schnell wachsen, glaube ich. Ja, weil es eine Modfrucht ist. Die wird nicht berücksichtigt von dem... die wird nicht berücksichtigt von dem Großkontroll. Würde ich trotzdem nochmal anpflanzen. Wie gesagt, vielleicht... Ich habe schon vorbereitet oben. Wenn ich das schnell genug hinkriege, wenn ich um 18 Uhr fertig bin, vielleicht mache ich oben die 11 und die 30 noch fertig, dass ich weiterhin Kompost hinfahre. Und dann, Gruber. Wenigstens schon mal das. Na gut. Also so ein Blödsinn. Da war das jetzt ein Satz mit X. Das finde ich ein wenig sauhohl, ehrlich gesagt. Weil, ich meine, klar, viele Bäume okay, aber ich habe ja schon wirklich viele weggeknallt. Naja. Also es gibt immer noch zu viele Bäume. Naja, wenn die Karte das meint, dann ist es so. Ich sag danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Vielleicht geht es einem von euch auch so. Oder ich meine, mich gucken ja hier nur 2-3 Leute auf dem LS. Oder vielleicht kennt jemand das Problem. Gibt es da eine Lösung für? Außer eben alle Bäume wegzufällen. Für die Scheiße will ich nicht.
Ja, na, mal gucken. Nächster Part dann, wenn ich wieder richtig Geld habe und ein bisschen was eingekauft habe. Ich glaube, vorher gibt es eigentlich hier nichts zu berichtigen. Vielleicht werde ich jetzt einfach den nächsten Part LS tatsächlich wieder auf der NF machen. Und hier erstmal jetzt ein bisschen Geld scheffeln. Mit Bäumen und mit meinem Weizen und Kompost. Ich denke, das werde ich so machen. Bis denn.